Was geht und herzlich willkommen bei uns bei den. Snooze Genau, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jawohl. Ihr habt wahrscheinlich alle. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Ace Citrus, den gelben Ace, unseren fruchtigen von Ace. Wir sind ja eh Ace-Fans, ne? Oder Ministry of Von Snooze-Fans, sage Tag ich 1 mal. muss man echt sagen, geile Produkte. Hier gab es einen kleinen Wandel. Genau, und um was es da geht, seht ihr gleich. Viel Spaß. Ja, es gab einen kleinen Wandel bei Ace. Richtig. Also, ihr kennt ja alle bestimmt noch hier der gute alte Ace Citrus. Ja. Unser Zitronengeschmäckchen von Ace. Mhm, War immer ein beliebter Snus so, auch als Ja, auf jeden sommerlicher Fall. Erfrischer, ne? Genau. Wenn man einfach hier diese Fruchtpouches so ein bisschen satt hat, ist das so ein Mittelding zwischen einem erfrischenden, minzigen Snus Ja. und mit ein bisschen Flavor von der Zitrone, was man hier hatte. Genau. Für mich persönlich nicht ein Daily, Ja. aber mal zwischendurch perfekt. Ja, definitiv. Vielleicht hast du oder habt ihr unser Video gesehen von dem Audi Genau. GT e-tron. Da haben wir dann schon ein bisschen angespoilert, Richtig, da was war er ja jetzt auf euch dabei. zukommt. Und zwar haben wir nämlich Das jetzt, Neueste von Ace. ja, da sind wir auch stolz, dass wir wieder da ja, relativ früh das Ich gekriegt weiß gar haben. nicht, ob der schon im Verkauf ist. Ich glaube es noch nicht mal. Ja, und Also, das ich glaube, finde das ich ist. finde es immer geil, wenn du sagst, ich glaube, ich weiß nicht, und dann weiß man Ich denke, der ist eigentlich, noch nicht im Verkauf. genau, nämlich Green Lemon, grüne Limone. Kennt ihr vielleicht von einem gewissen Bierhersteller? Da gibt es auch dieses Green Lemon. Ja, stimmt. Finde ich auch ein bisschen ausgefallener. Ja. Allein von der Bezeichnung, hier die Gelbsorten haben sich Ja, ein und das bisschen geht so ein verändert, die bisschen Färbung. ins Neongelb Genau. passend dazu. Ins Limonige vielleicht sogar Richtig. schon. Glaubst du, dass der Green Lemon den Zitrus ablösen wird? Ja, denke Okay. ich. Denke ich. Ich glaube, der Zitrus wird jetzt nicht mehr hergestellt, soweit Okay. ich weiß. Und dann geht es in Richtung Green Lemon. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal, das ist das, was mich noch am meisten interessiert. So, ich habe Aha. mir ja die Pouches schon anguckt, Ja. aber ich habe sie noch nie verglichen mit dem alten Citrus. Und Ja. da bin ich mal gespannt, weil beim alten Citrus war es ja so, weißt du das noch, da waren die Pouches, also ich zeige es einmal, die waren noch so ein bisschen gelblich. Stimmt, tatsächlich, Und ja. das hat ihn so irgendwie immer so ein bisschen gestört, Ja, von richtig. der Optik, Richtig. Sieht gell? aus Weil wie. von Ace ist man das so nicht Nein, nein, gewohnt. nein, das stimmt. Und vielleicht ist auch das ein Grund. Vielleicht geht es von der Und Substanz auch nicht anders. bröckelig so Ja, von der richtig, Füllung richtig. und Also, es sieht so. jetzt auch nicht so appetitlich aus, wenn ich ehrlich bin, wenn man das sieht. Ja, Das sieht aus dazu. wie drauf gesagt. Nee, ehrlich, so ein bisschen. Ja, aber der Geruch, machen wir auch nochmal einen Check vorher. Geruch ist halt schon Extrem zitronig. brutal. Manche, die nicht mögen, sagen, er riecht nach Klostein. Ja, und das habe ich auch Gell? geschwind gedacht, aber ich weiß es, dass das viele sagen, deswegen ist das sofort bei mir ins Hirn geschossen. Also der war Ja, wirklich gut. Zitrus, Zitrone, das passt einfach, was sie hier drauf geschrieben ja, haben, ne? ja. Soll ich mir den mal testen oder wie willst du, Ich wie würde jetzt hörst? erstmal in Ja, Optik. Das gut, ist das halt ist schon halt wieder schon was krass. ganz, ganz anderes, Also man ne? sieht es, glaube ich, hier ganz klar. Da muss man Jawohl. gar nicht viel machen. Hier haben wir halt typische All-White-Pouches, ne? Genau, was jetzt gerade Trend ist Und oder die schon sehen seit auch von der längerem. Qualität her viel, viel besser aus wie die Ja, alten, muss man doch, doch, sagen. doch, doch, Also, doch. wenn du dir die Pouches anguckst, guck Ja, das mal an. ist Die ein hier Stück so größer. halb befüllt Ja, und und. die einfach echt Top-Qualität hier. Mir dachte ja damals schon immer, Ace Top-Qualität, aber da sieht man, die verbessern sich immer noch so ein bisschen. Und Ja, das finde ja. ich geil, Und wenn das man ist auch kontinuierlich richtig. immer so einen Entwicklungsprozess drin hat in Richtig. den Produkten. Nicht wie andere Hersteller, wo Ne? immer gleich bleiben mit ihren Ja, Pouches. ja. Geile Geschichte. Da geht's vorwärts bei den Jungs und Mädels. Wieder 100% aus recyceltem Plastik. Auch geile Geschichte bei Freut Ace uns immer. eh, genau. Genau. Ich würde sagen, sollen wir mal einen Gegeneinander-Test machen? Ja gut, die kennen wir eigentlich, Die ne? kennen wir eigentlich, Komm, ja. ich will jetzt mal so einen Green Lemon testen. Ja. Auch vom Geruch her, ist der gleiche noch? Ja, es geht schon in die Richtung, muss man schon sagen. Wobei der Dezenter ist. dezenter ist. Ich finde dieser Viel Vergleich, dezenter. mit dem Urinstein oder Glostein, das ist halt einfach, weil die Glosteine oft nach Zitrone riechen. Aber Da ich kann finde ja den nichts jetzt auch, dafür. wenn da mal reinriechst, ein bisschen, das kann man sagen, mockiger. Kann man, ja. Ich finde den ein bisschen mockiger, der Ich riecht hoffe, frischer. ihr wisst, was wir meinen, wenn wir sagen mockig. So ein bisschen abgestandener Ja, einfach. genau. Ja, das stimmt, nicht so frisch. Und der ist richtig Richtig fresh, gell? Hammer. Geil gefüllte Hammer. Pouches, Also die sind also. beide frisch aufgemacht. Wir haben die jetzt vor dem Dreh gerade aufgemacht. Ja. Nicht, dass das ein Gut, altes die sind Gammelfleisch etwas ist. älter, muss man dazu sagen. Einfach Aber schon von trotzdem der. frisch, frisch geöffnet. Ja. Ich denke, da darf jetzt eigentlich von der Qualität oder vom Geruch nicht Nicht viel. viel, ne. Nee. Also Qualität, wie du schon angesprochen hast, Schön 1A. brei gefüllt wieder, die Super Teile, gut, da gell? geht Wie nichts man es auf. kennt. Toll. Wir hoffen, dass nichts aufgeht. Nee. Wir haben in letzter Zeit oft schlechte Erfahrungen gemacht mit Pouches, die aufgegangen sind. Ja, Daher ganz oft. sind wir da jetzt mal relativ vorsichtig Also, immer. Prosit. Prosit.
Also von der Stärke haben wir hier wieder eine Punkteskala, wie wir es von Ace einfach kennen. Meistens sind es die 4 von 5. Ich Genau. weiß gar nicht, ob es andere Stärken gibt. Ja, 5 von 5 beim Ace X. Genau. Aber ich glaube, die meisten hier sind immer 4 Punkte. Ja, ich denke halt, dass die Hersteller das einfach wollen, dass man da mehr zugreift, weil ich glaube, gerade bei den Jüngeren, sage ich mal, oder auch Erfahrenen, die wollen einfach auch so ein bisschen Punch. Und deswegen gibt es da nicht nur einen Stern oder einen Punkt, sondern einfach mal vier. Dann bist du da neutral und alles, was stärker ist, wird halt voll gemacht. Ja, wir sind hier bei, ich glaube, 15 Milligramm sind es, was hier Nikotinprogramm ist. Ich sehe es gar nicht, was draufsteht. Müssen 15 Milligramm Ja, sein. Also die ja. alten waren bei 15 Milligramm pro Gramm. Oh, ich sehe gerade, ich darf es gar nicht. Guck mal, ich darf es gar nicht mehr. Dicke Oh, Menschen dürfen es dicke gar mit nicht. Bauch. Ah, ich habe keinen Zopf, von daher. Von Gilt daher alles gut. natürlich für Schwangere, ganz Genau. klar, wie bei allen Nikotinprodukten. Richtig. Ja, ich würde sagen, also vom Brennen her erträglich. Ja, Also dezent. nichts, was Dezent. dir die Lippen wegburnt, Nee, so gleich, nee, nee, gell? nee, nee. Und von der Geschmacksentfaltung muss ich sagen, ist echt schön. Also nicht so penetrant, Ja. dass das Ding gleich kommt und dann auf jeden Fall ganz Also schnell ich habe jetzt aufhört. noch gar keinen Zitrusgeschmack im Mund. Für mich ist eher aktuell so ein minzig frischer Geschmack so noch. Ja, ich bin jetzt schon zwei, dreimal mit der Zunge hin, deswegen habe ich es ein bisschen beschleunigt. Ich beschleunige nichts anderes. Nur ein Schwein trinkt allein. Wurscht. Ja, also das ist für mich auch so ein Geschmacksbeschleuniger, muss ich sagen. Wenn ich was Ja. dazu trinke, muss nicht unbedingt Bier sein, kann auch was anderes sein. Genau. Aber ein bisschen mehr Feuchtigkeit im Mund und Richtig. der Geschmack kommt schneller Ja. durch Aber einfach. zum Bier passt es halt am besten. Das muss man einfach sagen. Ja. Ja. Nee, also ich muss sagen, Geschmacklich fein, also ja, nicht penetrant, das finde ich wichtig. ja. Fast Potenzial zu einem Daily, würde ich sagen. Also da hätte ich jetzt Könnt keinen Stress ich auch damit, nicht. nur mit der Dose aus dem Ja, Haus zu gehen. muss man echt sagen, hätte ich auch gar keinen Stress, weil er nicht aufdringlich ist. Ja, aber Und so kennt man es auch von Ace. ja, richtig. Die legen da halt Wert drauf, dass der Geschmack nicht im Vordergrund steht, sondern der Nikotin quasi, der Tabakgeschmack, in Anführungszeichen. Das Ja. ist schon wieder sehr, sehr nice. Und man darf nicht drüber reden, weil wir haben hier was unterschrieben, aber es wird noch was von Ace kommen, wo auch ein Geschmäckchen hat. Aber mehr sagen wir dazu nicht, weil wir es nicht dürfen. Warum dürfen wir das nicht? Ja, wir sind ja in diesem Ja. inneren Circle von Ace, Ja. haben hier immer ein bisschen Einblicke in die Entwicklung, nehmen an Umfrage teil, können hier ein bisschen mitbestimmen und ein bisschen Genau. Feedback geben. Und das ist das Geile. Und da wissen wir, dass euch noch was Geiles erwartet wird Richtig. demnächst. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wenn wir ein Produkt scheiße finden, das auch einfach sagen, weil wir Definitiv. da Das ehrliche ist Meinung haben. echt wirklich mal was ganz Wichtiges zu erwähnen. Ja. Das ist nicht einfach so, dass wir von irgendwelchen Herstellern gut sprechen oder sonst was. Wir Nö. sagen immer, ihr könnt uns Muster schicken, Nö. aber wir werden immer neutrales So sieht's aus. Feedback dazu geben. So sieht's aus. Und das, also von Ace wurden wir halt noch nie enttäuscht, würde ich sagen. Nee, Ne? das ist schon echt eine gute Firma, wo da echt immer abliefert. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch der Online-Auftritt ist gigantisch. Ach so, Also. jetzt zur Europameisterschaft oder zur vergangenen Europameisterschaft, fast vergangenen. Ja. Es gibt jetzt die Dosen in Länderfarbe. Das ist auch mal was richtig Ja, finde Geiles. ich auch eine geile Idee. Da hocken junge Leute hinter, die haben Ja, und Idee. das merkt man, dass das nicht alt eingesessen ist und Ja. ja, da ist frische Luft drin bei Ja, denen. die sitzen zusammen, machen mal ein Brainstorming und dann kommt sowas dabei raus und das finde ich mir geil. richtig, Das finde ich mir richtig. gut, da müssen neue Ideen rein. Es muss immer mal wieder was Neues kommen, neue Geschmäcker und das ist einfach mega. Richtig. Genauso wie jetzt mit dem Green Lemon. Ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr denn für einen Geschmack vielleicht hättet. Würde mich auch interessieren oder uns. Einfach mal die Idee, was habt ihr für kranke Gedanken, was man denn Wir hatten ja Snus schon X verrückte machen? Ideen mit Bier, Glühwein, Glühwein, ja, Snus und das Glühwein ist echt, ja. irgendwann werden wir uns noch mal Das wäre unsere natürlich ein riesen Fingerle Traum, nach sowas ja. strecken. Aber der wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz in meinem Auto finden. Hast du da Dösle für mich auch oder ist das die nächste? Selbstverständlich. Ah, oh, dann für mich Ne, zwei. wirklich. Also jetzt auch nach ein bisschen längerer Zeit muss ich sagen, der Geschmack ganz, ganz, ganz dezent. Finde ich auch super. Absolut nicht drüber. Ja, aber Und das macht es trotzdem für mich schon zu einem Daily Snooze, muss ich sagen. sommerlich. Also wir wollen ja auf jeden Fall noch den Sommer-Snooze 2021 küren Das werden und wir der muss definitiv auf machen. jeden Fall rein. Ja? Der, also Hat er einen Slot für dich? für mich hat er einen Slot, Also ganz klar. dann kriegt der Ace Green Lemon auch einen Slot. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, was da noch rauskommen wird. Wir haben ganz, ganz starke Anwärter. Ja.
Auf jeden Fall. Der Fritzi Cola haben wir noch dabei. Ja. Oder ich glaube, der Thomas hat den Blueberry noch mit rein. Also das wird so richtige Geschmacksrunde. Das machen wir Ja. vielleicht auch zu dritt den Test, dass wir hier einfach eine breite Meinung haben dann. Können wir machen. Wir sind Wir ja. lassen vielleicht auch euch mal ein bisschen mit abstimmen, was für euch so ein Also, Sommersnus das ist. fände ich schon wichtig, dass man die Community Ja. mit reinnimmt ins Deshalb ganz Boot. wichtig, Instagram-Folge, weil da werden solche Umfrage von uns stattfinden. Das haben wir in der Story raus und da ist Genau. wichtig, dass ihr mitmacht. Wir brauchen eure Richtig, Stimme, dass wir richtig. hier wirklich, dass wir auch die Hersteller ein bisschen auf Genau, Touren bringen, dass die wissen, genau. was euch schmeckt, was ihr geil Deswegen findet. auch meine Idee mit dem Kommentar, dass ihr mal reinschreibt, was, Genau. keine Ahnung, Snus X Salami oder mir fällt gerade nichts anderes ein. Sucuk. Sucuk, Sucuk Sucuk-Spiegelei. Spiegelei. Genau. Nee, was mich jetzt noch interessiert oder was der Nico und ich ganz oft miteinander besprechen, ist, sollen wir mal live gehen? Also, wir waren ja schon mal live mit dem Rieser Event, mit Verlosung und so, aber einfach mal, hey, wir haben jetzt, keine Ahnung, eine gute Zeit, wir schalten uns mal live. Das werden wir mal machen auf Instagram, würde ich sagen. Dass wir ein bisschen ankündigen, dass ihr da euch Zeit nehmen Vielleicht könnt. einmal könnt ihr mal beim Dreh dabei sein, vorm Dreh, dass ihr seht, was hier so ein bisschen Ja, abgeht, das wäre auch mal wie cool. man vorher aufbaue. Ja. Also, das Könnte wäre, ganz interessant ja, sein. das sage ich mir ganz oft, das wäre doch mal eine Idee, wie ihr auch noch ein bisschen mehr von uns vielleicht erfahrt. Mitbekommen könnt. Genau. Ah, Wie man Maske mache, wenn man den Thomas schminke und das dauert immer ewig. So lange können wir ja, nicht live gehen, das das stimmt, ist. das stimmt. Bis dem sein Gesicht abgedeckt ist. Es braucht halt sein. Es will ja keiner so sonst sehen. Nee. Also ihr merkt, wir sind gut drauf. Ihr seid es wahrscheinlich auch. Also Green Lemon wirklich für mich ein Bringer, muss ich sagen. Cooles Echt geile Teil. Überraschung. Lohnt sich im Repertoire zu haben, auf jeden Genau, Fall. genau. Hoffen wir mal, dass ihr das dann bald auch mal beziehen könnt, wenn es noch nicht draußen ist. Vielleicht, bis die Folge jetzt online geht, schaut mal vorbei bei Ministry of Snooze. Genau, kann ja Ich sein. denke, da könnte schon drin sein. Kann ja Oder auch bei sein. Snooze Kingdom. Also, bleibt stabil. Jawohl. Wir sind raus, Nusikowski Macht's und gut. ciao. Ciao, ciao.